kommt immer erst das Fressen und dann die Moral. Ich werde erstens über Folgen für den Westen reden, zweitens darüber reden, dass es weniger Handel geben wird und dass Firmen pleite gehen werden. Drittens, warum Fairtrade immer eine Dominierung durch den Westen bedeutet. Und viertens, wie die Situation in den armen Ländern sich entwickeln wird. Ganz kurz zum Westen, vielleicht nachlässigbar, aber doch Existenz. Natürlich läuft es darauf hinaus, also durch die Globalisierung ist für jeden Luxus mehr oder weniger erschwinglich. Morgen läuft es halt darauf hinaus, dass die Armen sich das nicht mehr leisten können, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben. Und das inhärent, die Tatsache, dass Leute arm sind, bedeutet, dass sie weniger teilhaben können an der Globalisierung und an allen positiven Effekten. Das halten wir plötzlich für problematisch. Wahrscheinlich wichtiger ist die Rolle in den dritten Ländern, also in den Ländern des globalen Südens, darüber werden wir jetzt auch noch reden, aber das sei zumindest erwähnt. Wir glauben, und das ist der zweite Punkt, dass es zu insgesamt deutlich weniger Handel kommen wird. Denn das, was die Regierung hier offensichtlich tut, indem sie die Preise auf ein höheres Niveau hebt als das Fairtrade-Niveau, dass sie de facto jedes Produkt, was nicht ein Fairtrade-Produkt ist, weil ein Produkt, das nicht Fairtrade ist, nicht auf dem Markt verkauft werden kann, weil immer das günstige Produkt gekauft wird. Nein, es wird nicht verkauft, wenn es teurer ist. Und es wird auch nicht gekauft. Insofern verbietet ihr alles, was nicht Fairtrade ist. Warum ist das möglicherweise problematisch? Naja, höhere Preise bedeuten für den Konsumenten natürlich, dass er im Zweifelsfall eher lokal kauft. Also das heißt, wir haben hier ein Element von westlichem Protektionismus, weil der Westen dafür sorgt, indem er die Preise manipuliert, dass mehr globale Produkte, lokale Produkte produziert werden und gekauft werden und eben dadurch weniger Handel passiert, weil Fairtrade natürlich nur für Importe irgendwie relevant ist. Zweitens, werden Firmen pleite gehen, weil natürlich jedes Produkt, was teurer ist, weniger gekauft wird. Das war schon der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass gerade bei weltweitem Handel und bei solchen Produkten, die eben nicht Fairtrade sind, es einen Grund gibt, warum diese Produkte heute nicht Fairtrade sind. Und diese Produkte sind extrem geringe Margen. Also das sind meistens Ketten mit vielen zwischengeschalteten Subunternehmern. Und in diesen Margen, also wenn es zum Beispiel um die Produktion von Stoff geht und ein T-Shirt halt einfach für 10 Euro verkauft wird, dann ist es relevant, ob dieses T-Shirt in der Produktion pro Stück 5 Cent mehr kostet oder weniger kostet. Und wenn wir jetzt Fairtrade-Zölle haben, wo die Schokolade halt nicht eben 50 Cent kostet, sondern 2 Euro, dann ist das ein signifikanter Wettbewerbsnachteil. Und diesen Wettbewerbsnachteil aufgrund dieser geringen Margen, die einfach in der Handel vorhanden sind, werden viele Firmen nicht mehr in der Lage sein, irgendwie auch nur zu produzieren. Das heißt, wenn sie nicht produzieren können, dann habt ihr eben diesen Problemfall, den Konrad in seiner Frage aufgemacht hat, dass die Leute sich entscheiden müssen, ob sie überhaupt Arbeit kriegen können, die sie halt nicht kriegen, weil die Firmen pleite gehen können, oder ob sie auf der Straße sind und hungern. Und das halten wir für schlecht. Insofern das Fressen und dann die Moral. Außerdem glauben wir, dass der Handel dadurch interessanterweise von großen Firmen dominiert wird. Denn für kleine Firmen ist diese ganze Fairtrade-Prozedere eine ganz schön große Herausforderung. Man muss es zertifizieren, man muss quasi bestimmte Prozesse durchlaufen und diese Prozesse können erstens, aber darauf komme ich später noch, nur westliche Firmen durchlaufen und zweitens sind es komplexe Prozesse und Zertifizierungsprozesse, die kleinere Firmen und kleinere Unternehmen vom weltweiten Handel ausschließen. Das heißt, wir haben weniger Wettbewerb, wir haben mehr Dominierung durch große Konzerne und das halten wir per se für problematisch aus vielen verschiedenen Gründen. Aber relevanter wird gleich noch die Dominierung um des Westens sein. Bitte. Haben wir nicht viel mehr Wettbewerb dadurch, dass es jetzt neue Strukturen gibt und die Unternehmen, die sich am besten an diese Strukturen anpassen, werden gewinnen? Ja, aber das sind die lokalen Unternehmen und davon gewinnen die Leute im globalen Süden halt einfach gar nicht. Nächster Punkt. Das gesamte System wird auf eine Dominierung durch den Westen hinauslaufen. Also diese ganzen Zertifizierungsprozesse, habe ich gesagt, können nur von westlichen Unternehmen geleistet werden. Also das heißt, nur westliche Unternehmen werden in der Lage sein, die Standards zu diktieren, werden in der Lage sein, zu diktieren, wie die Arbeit abläuft. Und interessanterweise braucht jedes Unternehmen, das dort lokal arbeitet, dann jemanden, der im Westen ein Handelspartner ist. Also ein Subunternehmer oder so, oder ein Unternehmer im globalen Süden kann nicht einfach mal Exporte machen, weil das ja quasi nicht Fairtrade wäre, sondern er muss sich an einen Zertifizierungspartner im Westen halten, der quasi dann als Machtpartner oder als Machthebel fungiert und eben hier die ganzen Prozesse determinieren. Das haben wir für problematisch. Und diese ganzen, lieber Bruno, das ist auch noch ein Punkt dazu. Du sagst, es gibt universelle Bedingungen. Ja, der Punkt ist halt, wir haben eben nicht den westlichen Konzern, der in Afrika produziert, sondern wir haben den lokalen Subunternehmer, der an den westlichen Konzern verkauft. Und wenn dieser lokale Subunternehmer nicht die Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung seiner Arbeitnehmer sicherzustellen, weil es vielleicht keine Malaria-Medikamente dort gibt, dann ist das halt ein Problem. Diese Subunternehmer können diese Standards häufig gar nicht gewährleisten. Insofern glauben wir, ist es halt komisch, von den universellen Standards zu reden. Aber jetzt tatsächlich zu Situationen in diesen armen Ländern. Ich möchte als Beispiel die Textilindustrie als Wanderhure Asiens
bringe. Die Textilindustrie hat in China angefangen. Also T-Shirts vor 10 Jahren hatten noch Made in China. Wenn ihr jetzt mal guckt, ist es wahrscheinlich Made in Taiwan. Wenn ihr jetzt mal näher anguckt, wird es Made in Kambodscha sein. Das liegt einfach daran, dass jeder Produzent in zwei folgende Möglichkeiten hat. Entweder er produziert in einem einigermaßen entwickelten Land, das wäre zum Beispiel heute eine chinesische Alternative, oder wo es eine Infrastruktur gibt, wo es Rechtssysteme gibt und wo alles mehr oder weniger easy ist, oder er geht dahin, wo es weh tut und wo es dreckig ist und wo die Löhne wo alles ein bisschen komplizierter ist, aber wo die Löhne gering ist. Das ist dieser einzige Wettbewerbsvorteil, den diese Leute haben. Heute entscheidet man sich für Kambodscha, heute entscheidet man sich auch für afrikanische Staaten, weil dort eben die Bedingungen so sind, dass man produzieren kann und weil die Leute bereit sind, das zu tun. Morgen nehmt ihr diesen Leuten ihren einzigen Wettbewerbsvorteil, den sie gegenüber Staaten haben, die eine bessere Infrastruktur haben, die ein besseres Rechtssystem haben, und dann werden diese Staaten eben vom Handel ausgeschlossen, der sowieso, wie ich gesagt habe, schon kleiner wird. Die zweite Alternative, die diese Produzenten haben, ist halt eben statt Arbeitskraft Maschinen zu benutzen. Davon profitiert am Ende das Kapital oder der Kapitalist und nicht der arme Bauer oder die arme Person, die da ist. Folgendermaßen funktioniert das nämlich. Die Löhne steigen dadurch, dass Unternehmen dorthin gehen, wo es dreckig ist. Am Anfang passiert das so, dass Leute sich entscheiden können, Feld oder Fabrik, eine freie Entscheidung treffen. Fabrik ist für mich besser, also gehe ich in die Fabrik. Das ist auch scheiße, aber weniger scheiße als die Alternative. Dann entwickeln sich lokale Subunternehmer. Leute, die vielleicht einen eigenen Betrieb aufbauen, die Leute anstellen, die werden dann Handelspartner von großen Unternehmen. Die sind Subunternehmer, bekommen, indem der Handel wächst, immer mehr Macht. Das heißt, sie bekommen auch die Möglichkeit, Löhne zu erhöhen. Sie bekommen die Möglichkeit, sich gegen westliche Konzerne durchzusetzen. Dadurch steigen die Löhne in diesen entwickelten Ländern. Dadurch sind die Löhne in China gestiegen, sind sie in Taiwan gestiegen. Dadurch werden sie auch in Kambodscha steigen. Und wir glauben, dass diese Ausbeutung die einzige Möglichkeit ist, wie wir langfristig dafür sorgen können, dass alle Länder im Handel integriert sind, weil die billigsten Länder einfach auch den meisten Handel kriegen und die meiste Entwicklung kriegen. Und diese Länder auch langfristig gesehen, wie es bei allen anderen Staaten auch war, wie es auch in Manchester-Kapitalismus war, durch die Ausbeutung am Ende zum Licht kommen, per Aspera ad Astra, und dann tatsächlich die Möglichkeit haben, als selbstbestimmte autonome Wesen unserer globalen Handelsgesellschaft sein, statt durch den westlichen Imperialismus vom globalen Handel ausgeschlossen zu sein, nur weil wir sagen, wir haben die Moral, da brauchen die das Beste nicht, sollen sie doch mit Moral glücklich werden.